Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alles ist jetzt Box von Bosse. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alles ist jetzt von Bosse, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das 7. Album von Bosse. Wir haben hier eine Holzbox und das Ganze ist hier oben auch noch entsprechend beschriftet. Der ganze Boxinhalt ist hier aufgelistet. Also wir lesen hier oben links einmal Bosse, Alles ist jetzt. Genau diesen haben wir dann hier auch abgebildet in diesem Gestrüpp, in diesem Gebüsch. Und links haben wir dann noch einen FSK 0 Hinweis, bedeutet wir werden hier auch noch eine DVD vorfinden. Und folgendes befindet sich in der Box. 2 CD Deluxe Digipack inklusive 8 Akustikversionen, exklusive Live DVD plus CD, 8 Kunstdrucke, Box als Bilderrahmen, Schlafmaske, Schweißband, Blumensamen, exklusives Stück aus Original Bühnenhintergrund. Also, das klingt schon mal nach einer Menge. Rund um die Box hier schön in dieser Holzmaserung. Dann lesen wir hier links Bosse. Und hier oben haben wir dann tatsächlich, nachdem hier auch was von Bilderrahmen stand, einen Haken hier angebracht. Bedeutet, man kann dann diesen Rahmen, diesen Holzbox, diesen Boxrahmen, wie auch immer, hier dann tatsächlich auch noch an die Wand hängen, wenn man möchte. So, wir schauen uns das mal an. Also, hier geht das Ganze auf. Das ist hier eine Plexiglasscheibe und auf dieser ist hier mit so zwei Klebetropfen entsprechend das hier draufgeklebt. Dann kommen wir mal zum Inhalt. So, wir haben hier einmal das Schweißband, dann haben wir die Schlafbrille, das Album an sich im Digipack, die Bonus-CD plus DVD, eine Blumenmischung, das dürfte wohl das Stück des Bühnenhintergrunds sein, und dann haben wir Kunstdrucke, ich glaube 8 Stück sollen es sein. So, von innen die Box in diesem hellen Holzton. Machen wir mal wieder zur Seite die Box, aber vorher noch zu, wenn es gelingt. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt, so. Dann packen wir die Box mal zur Seite. Und dann packen wir hier mal die Sachen weg und starten wie immer mit dem Album an sich. Der Rest kann ja alles noch zur Seite. So. Los geht's. Das ist das Album, Alles ist jetzt. Auch hier das Cover, wie auch schon auf der Box. Also Bosse hier in diesem Dickicht, in diesem Gebüsch. Alles ist jetzt Bosse und auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben auf diesem Album 12 Tracks plus auf CD2 auch noch die Akustikvarianten. Also hier dann nochmal 8 Stück Bonustracks. Darunter Beteiligte plus unten rechts Barcode. Und Bosse mit einem Eis im Mund. So, wir schauen mal ins Innenleben. Hier gleich nochmal das Eis zu sehen. Die CD1 befindet sich links. Rechts dann die Bonus-CD, die CD2. In der Mitte ein Flyer zu Bosse Merchandise und zu seiner Alles ist jetzt Tour 2018-2019. So sieht das aus. Dann schauen wir uns mal das Booklet an. So, wir haben hier die einzelnen Tracks mit den Lyrics. Und das sieht so aus, als hätten wir auch noch die Akkorde zu den einzelnen Tracks. Okay, spannend. Das sieht man auch selten in Booklets. Dann hier noch Fotos von Bosse und natürlich Lyrics ohne Ende. Er dürfte hier ziemlich viel unterwegs gewesen sein, in aller Welt hier herumgereist. Ja, ich schätze mal, hier wurde dann auch das Cover aufgenommen in diesem Gebüsch. Weitere Fotos, Kinderfotos in diesem Fall, weitere Tracks, weitere Lyrics und natürlich auch weitere Fotos. So, das sind die Credits zum Album, also Credits CD1. Dann die Bonus-CD, hier auch mit Credits und zum Abschluss noch ein Foto vom Strand. So, genug zum Booklet. Wir packen auch den Flyer wieder rein und kommen zu CD Nummer 1, die kommt hier in so einem Türkiston, weiß und schwarz beschriftet.
Sieht so aus. Rechts dann CD2 in Weiß, Türkis und Schwarz. Und dahinter wieder Gebüsch in Nahaufnahme. So, das war's zum Album und zu der Bonus-CD. Dann kommen wir als nächstes zu weiteren Bonusinhalten. Und zwar haben wir hier Bosse Engtanz Open Air Trabrennbahn Hamburg. Also hier drin befindet sich eine CD und eine DVD. Und zwar haben wir das hier erklärt. Also die Bonus-CD, die hat hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tracks, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Sieht so aus. Und dann haben wir hier noch die DVD. Das sind die Anspielstationen, also die Lieder, die hier live auf der DVD sind. DVD-Gesamtspieldauer von 53 Minuten 41, also knapp eine Stunde, aufgenommen am 26. August 2017 auf der Trabrennbahn Hamburg. Gut, dann schauen wir mal rein. Das Ganze ist hier so ein Digipack. Links die Infos zu der CD, rechts die Infos zur DVD, dann hier noch so ein Schwarz-Weiß-Bild von der Bühne. Dann schauen wir mal rein. Auf der linken Seite die DVD und dann auf der rechten Seite die CD. Also sind somit dann insgesamt 4 Discs hier drin, insgesamt 3 CDs hier in dieser Box und auch eine DVD. Dann haben wir eine Schlafbrille, die kommt hier in Schwarz mit Ton, nicht Tonleitern, sondern Noten, mit Noten hier abgebildet. Bosse lesen wir unten rechts noch. So sieht das von innen aus. Hier haben wir den Gummizug, um das Ganze um den Kopf zu machen, kann man entsprechend Größen verstellen. Und bei diesem Produkt handelt es sich um ein Produkt der Universal Music GmbH aus Berlin. Und ansonsten, ja, viel mehr kann man hier nicht rausfinden. Okay, also, damit die Augen schön abgedunkelt sind beim Schlafen. Dann haben wir eine bunte Blumenmischung. Tatsächlich so ein Säckchen hier mit Blumensamen. Ein- und zweijährige Blumen. Bunte Blumenmischung. Aussaatzeit, Bodenanspruch, Blütezeit, okay. Also das wird hier nochmal erklärt, wie man das hier entsprechend einzusetzen hat. So ein kleines Säckchen hier mit jede Menge Blumensamen. Ein Schweißband in Türkis. Auch hier wieder dieses Symbol, das wir auch schon von dem Eis kennen, weil, Moment, wir schauen nochmal ganz kurz nach. Ich glaube, genau, hier haben wir es. Das ist das Symbol, das Logo. Das kann man dann hier als Schweißband tragen. Waren ja früher recht beliebt. Mittlerweile sieht man die kaum noch, solche Schweißbänder. Kann man natürlich tragen. Dann haben wir Kunstdrucke. 8 Stück an der Zahl. Also, die sehen so aus, quadratisch. Und die sind, Bosse, die Befreiung. Okay, also die sind scheinbar für einzelne Songs hier illustriert. Genau, denn auf der Rückseite haben wir dann auch noch die Lyrics zu den einzelnen Songs und wir haben dann hier auch noch die Künstlerin, die das Ganze hier gemacht hat. Also, so sieht das aus, hier einmal in Schwarz-Weiß zu dem Track Robert De Niro. Dann hier einmal das Cover, Hallo Hometown. Dann hier in Propellermanier, also Carlsen von Dach, alles ist jetzt. Dann einmal hier Live-Eindrücke. Ich schätze mal, das wurde bei der Trabrennbahn da in Hamburg aufgenommen, bei diesem Live-Konzert. Süchtig. Dann haben wir hier eins, das sogar vorne auch beschriftet ist. Bosse Wanderer von Andreas Klamt. Sieht so aus. Rückseite wieder mit Lyrics. Dann hier nochmal das Eis. Zu dem Track Ich bereue nichts. Und dann haben wir hier noch ein Bild wieder vom, ja, vom Strand. Und hier haben wir tatsächlich auch eine Unterschrift. Also diese Karte hier auch noch schwarz unterschrieben. Zu dem Track Augen zu, Musik an. Gut, also 8 Kunstdrucke hier mit dabei. Der letzte sogar signiert. Sehr schön. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch das hier. Das ist scheinbar hier ein Stück von der Bühnen, vom Bühnenbild. Also hier von dem
Backdrop, also was man so auf der Bühne im Hintergrund aufspannt, so als Kulisse, das wurde dann hier entsprechend zerschnipselt und dann hat man hier das Ganze in die Boxen verteilt. Also, das ist mein Teil davon. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Stück Bühnenkulisse, dann diese 8 Kunstdrucke quadratisch, einer davon signiert, das Schweißband hier in Türkis, die Bonus-Live-CD plus die DVD von der Trabrennbahn Hamburg, dann die Blumenmischung hier in diesem weißen Papiersäckchen, die Schlafmaske und natürlich das Album an sich. Alles ist jetzt im Digipack mit 12 Tracks plus der Bonus-CD mit den 8 Akustik-Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Alles ist jetzt von Bosse. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bosse unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.